Heute haben wir eine ziemlich krasse Mail, die zeigt sie, wie so Männer so in Schwierigkeiten kommen. Ja, hallo Lieben, hier ist Christian Mischmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Und diesmal Videolog rund um die Themen Dating, Beziehung, Liebe. Solche Fragen, wie ich sie gleich vorlese, kannst du auch über ein Formular auf liebeship.de stellen. Denkt noch an die Party, Liebeship-Party im April. Könnt ihr euch noch ein Ticket holen. Die nächste Lesung ist in Essen, Anfang des Jahres. Und wir bereiten gerade den People-Pleaser-Kurs vor und die Advanced-Ausbildung. So, eine Nachricht von Anna Tevkolov und er schreibt: Hallo Christian, ich bin Mitte 30 und verfolge deinen Kanal sehr regelmäßig und habe dadurch viele Einsichten in Beziehungsdynamiken erhalten. Ich bräuchte von dir einen Rat und eine Einschätzung zu meiner Situationship, wie man heutzutage ja so sagt. Ich habe im April eine sehr attraktive Frau in der Metro angesprochen. Glückwunsch dazu erstmal, muss man schon ein bisschen Mut zu haben. Und ihre Nummer bekommen. Nach 2 Wochen texteten wir, es kam zum Date und dann zum Sex. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Sie hat mir von Anfang an extrem gut gefallen und der Sex war wie von anderen Sternen. Sie ist darüber hinaus auch noch sehr erfolgreich mit ihrem eigenen kleinen Unternehmen. Die ersten Wochen schrieben wir extrem viel. Das ist ja nicht, was ich sage, aber okay. Sie macht mir viele Komplimente. Ja, wir denken natürlich immer schon an Lovebombing, ne? Auch zu meinem Kind, zu einer zerbrochenen Beziehung und wie ich als Vater mit meiner Tochter umgehen würde. Außerdem erzählte sie, dass sie wegen einer toxischen Beziehung zu einem Narzissten in therapeutischer Behandlung sei. Ding dong. Also ich war jetzt nicht wegen der therapeutischen Behandlung, wer das, wenn eine Indikation da ist, wer das braucht, alles gut. Meine Erfahrung ist, wenn Leute sagen, sie waren mit Narzissten zusammen, schwierig, schwierig. Also viele, die selber sehr narzisstisch sind, also ich kenne jetzt, die Frau kenne ich natürlich jetzt nicht, viele, die selber sehr narzisstisch sind, sagen genau das, dass sie mit Narzissten zusammen war. Außerdem heißt das heute gar nichts mehr. Also wenn du irgendwie unzufrieden bist in einer Beziehung und weil nur, was weiß ich, dir die Farbe vom Hemd vom Partner nicht gefallen hat, sagt man heute schon, ja, es war ein Narzisst, ist ja alles klar. Trotzdem eine krasse Geschichte, aber auch diese Geschichten muss man alle mit Vorsicht genießen. Also der Mensch ist, glaube ich, noch nicht geboren, der sagt, ich war der Böse, ich habe alles falsch gemacht, ich war im Ego. Und ihr Vater die Familie verlassen hat, als sie ein Jahr alt war und sie ihn seitdem nie wieder gesehen hat. Ja, warum wird das so betont? Also so ein Schicksal haben viele, ist natürlich nicht schön. Um ehrlich zu sein, bimmelt bei mir schon alle Alarmglocken. Absolut, kann ich total nachvollziehen. Ihr Auftreten, ihre Persönlichkeit waren larger than life. Also steht hier so. Sie sprach immer wieder von ihren Erfolgen. Zum Beispiel, dass sie in einem Schneeball-Weitwurf-Wettbewerb als Kind gewonnen hat. Oder eines ihrer Designs in einem Museum in einem anderen Land steht. Oder wie gut ihr Aktienportfolio performt. Ich sag dazu mal nichts. Oder dass sie Typen mit sehr, sehr viel Geld anmachen würden, sie diese aber abgelehnt hat und so weiter. Also sie ist was ganz Besonderes. Und sie muss ganz viel prahlen, was sie alles kann. Ist das eine gute Eigenschaft? Ich glaube nicht. Passt auch alles zu dem, was wir bisher hatten, ehrlich gesagt. Da sie mir aber sehr viel Aufmerksamkeit gab, ja, das machen alle Menschen, sind erst nett, ne? Auch Kim Jong-il in Nordkorea müsste beim Dating vielleicht sich ein bisschen Mühe geben am Anfang. Das heißt gar nichts, ne? Da sie mir aber viel Aufmerksamkeit gab, ultra hot war, sie ständig treffen wollte und der Sex so abnormal schön war, dachte ich mir, das nehme ich jetzt mit. Ja, wenn alles zu schön ist, um wahr zu sein, keine Beziehung willst du richtig haben wie die falsche. Ich sag's immer wieder, will keiner hören. Also natürlich ist Sex mit neuen Menschen oft eher schön. Und gerade schwierige Menschen, sage ich mal, die so ein bisschen schillernd sind, sage ich jetzt mal, schillernd bis vielleicht auch ein bisschen viel im Ego, ja, ist der Sex oft toll. Die sind echt oft toll, weil es für viele Männer so dieses Gefühl ist, da wird irgendwie mein feuchter Traum wird wahr, sage ich mal. Es ist alles, es ist der Hammer. Sie ist frontal, sie ist sexy. Sie ist wie mein bester Kumpel gleichzeitig und was weiß ich. Also wenn man das Gefühl hat, es ist alles super easy und jemand sieht gut aus und ist super sexuell und will immer Sex. Und denkt man, ja, jetzt habe ich den totalen Hammer abgeschossen, aber leider keine Beziehung fühlt sich so richtig an, nur die falsche. Ich sag's gerne nochmal. Ne? Das ist häufig genau die Mischung. Also wenn alles so super perfekt scheint, ja, fällt man manchmal auch auf so eine Show rein, die, wo der Schein zwar schön ist, aber dahinter was irgendwas ist, was nicht so gut ist. Aber schauen wir mal weiter. So, dieses, das nehme ich jetzt mit, das kenne ich auch. Also man
Das habe ich auch mal einmal gesagt. Was kann schon passieren? Was kann schon passieren? Und dann passieren die grässlichsten Dinge ever. Also man, sowas sollte man nie sagen. Was kann schon passieren? Es kann viel passieren, Leute. Es kann so viel passieren. Denkt an Johnny Depp, ne? Was kann schon passieren, wenn ich die jetzt date? Da wir ja auch nicht fest zusammen waren, habe ich in den ersten Wochen und Monaten auch andere Frauen getroffen. Ja, es ist natürlich jetzt noch mehr Jackpot wahrscheinlich. Ich muss mich noch nicht mal festlegen. Okay, irgendwann kam von ihr, dass sie sich Exklusivität wünschte. Und ich ließ mich darauf ein. Da dachte ich, okay, vielleicht kommt ja von ihr der Wunsch nach Beziehung. Schon interessant, ne, dass sie das vorher nicht wollte. Außerdem erzählte sie, dass ihr Ex sie ständig betrogen hätte. Also das gibt es natürlich, ne? Es kann ja auch wahr sein. Also nur meine Erfahrung ist, bei Menschen, die so super schillernd bis schwierig sind, was sich ja hier so ein bisschen so andeutet, da muss man immer ich und du austauschen, ne? Das ist zumindest so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also sollte das alles nicht in so eine Story verfallen, oh, die arme Frau, die muss ich jetzt retten. Dann haben wir nämlich wieder so ein Drama-Dreieck. Drama-Dreieck, Täter, Opfer, Retter. Ne? Man denkt, man ist der Retter und hier ist das Opfer und der irgendein anderer Mann war der Täter. Aber wie wir wissen aus Drama-Dreiecken, ist wirklich eine ganz wichtige Dynamik, dreht sich das häufig und man selber ist auf einmal, wird vom Retter zum Täter auf einmal gemacht und eigentlich dann zum Opfer auch irgendwann. Also da muss man echt aufpassen, ne? Außerdem erzählte sie, dass ihr Ex sie ständig betrogen hätte und irgendwann tat sie mir leid und ich wollte ihr nicht extra mehr wehtun. Außerdem, ja, ich meine, wenn ihr kein Commitment hattet, ist ja heutzutage scheinbar, kommt das ja häufiger vor, ich finde es trotzdem für uns Liebeschippler nicht so ideal. Also die gute alte committed Beziehung bietet einfach schon auch mehr Schutz, ne? Auch wenn man das vielleicht für Boomer-Beziehung hält und überholt, was weiß ich, was natürlich nicht ist, gibt schon viele gute Gründe, das zu machen. Ne? Außerdem wollte ich sie nicht verlieren. Wir trafen uns weiter sehr regelmäßig und hatten der jetzt. Mir fiel mit der Zeit auf, dass sie sehr bestimmerisch war. So, jetzt kommen wir langsam auf die dunkle Seite hier. Ne? Also immer Vorschläge machen wollte und es immer nach ihrem Willen gehen musste. Viele schwierige, super hotte Frauen sind eigentlich in der männlichen Polarität. Das fällt einem erst überhaupt nicht auf, weil man denkt, dass das, die ist ja sexy, hot, Sex ist gut. Wo soll da eine männliche Polarität sein? Aber denk mal drüber nach. Immer Vorschläge machen wollte und es immer nach ihrem Willen gehen musste. Da ich als Mann aber das Ruder in der Hand haben wollte, merkte ich langsam, okay, das wird wohl ein ziemlicher Kampf. Das erinnert mich so an eine Beziehung, die ich auch mal geführt hatte, wo ich auch genau wusste, wenn das hier irgendwas werden soll, dann muss ich in meiner Polarität bleiben. Dann darf ich mich nicht so in was anderes drängen lassen. Und wenn aber der andere auch so dominant, auf eine Art männlich polar ist, dann entwickelt sich ein totaler Kampf. Wenn man den verliert, also eigentlich sollte man ja gar nicht kämpfen in einer Beziehung, aber wenn man den verliert, hat man häufig auch den Respekt der Frau verloren. So, das ist wirklich, da gibt es eigentlich keinen richtigen Way out, der irgendwie Sinn macht. So, ne? Deswegen wird es auch häufig nichts. Das führte dazu, dass ich bei mir Druck aufbaute, denn von ihrem kam nicht der Satz, was ist das zwischen uns? Ja, das sage ich ja so, dass viele Frauen das in einer weiblichen Polarität irgendwann sagen und dann geht das Richtung Beziehung und so. Ja, sie ist halt nicht so, ne? Sie ist wie dein bester Kumpel, nur mit Brüsten und Arsch und alles, was dazugehört. Aber gleichzeitig fing sie an, über alles zu bestimmen und kaufte mir dann sogar ein paar Hosen, die ich anziehen sollte. Ach, sowas habe ich auch mal erlebt, ey. Das ist so grenzüberschreitend. Das ist eigentlich das Typische. Denkt immer an den drei Schritt, ne? Lovebombing, Kritik, Abschuss, ne? Also Lovebombing hatten wir jetzt schon. Jetzt, das ist eigentlich die Kritikphase schon, ne? Es werden dir Klamotten gekauft. Also das heißt ja auch, deine Klamotten sind nicht in Ordnung. Da sagte ich dann, nein, ich kaufe mir mein Zeug selbst. Also du machst eigentlich das Richtige, nur es ist, ich vermute, das ist ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Nicht, weil du das nicht kannst, du siehst das Problem, du machst genau das Richtige, aber das kannst du nicht gewinnen, ne? Daraufhin warfst du die Hose insgesamt dreimal auf mich in einer Art Spiel, was ich ziemlich respektlos fand, absolut fucking lootly, ne? Aber nicht sofort den Party-Pooper-Meme wollte. Später am gleichen Abend sagte sie auch, hätte ich gewusst, dass du vom Beruf Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen bist, wäre ich nicht auf ein Date mit dir gegangen. Ja, war Kritikphase at its best, ne? Und fing dann auch an, mir spielerisch den Sex zu verweigern. Ja, also diese Beziehungen enden immer in Krümelbeziehungen eigentlich. Und enden immer damit, dass es dem Mann und irgendwann auch beiden immer schlechter geht. Und das ist so richtig diese volatile Drama-Beziehung mit Drama-Dreieck. Und das ist das volle Programm hier, Leute.
Woraufhin meinte, dass ich jetzt lieber alleine sei, weil das Ganze zu sehr nach Spielchen aussah und darauf habe ich keinen Bock. Ja, du grenzt dich ab, du machst genau das Richtige. Nur, wie gesagt, meine Erfahrung ist auch, man kann sowas nicht, du kannst es, es gibt nicht das richtige Verhalten, was dieses ganze Elend vermeidet, so, außer man geht irgendwann. Also das scheint hier alles noch so harmlos zu sein, aber das ist genau der Aufbau, den wir da immer sehen. Hätte ich das außerdem durchgelassen, wäre sie mir in Zukunft immer auf der Nase rumgesprungen. Ja, das ist ja das Blöde, man wird ständig in so einen Fight gezwungen. Und wenn du sagst, ich habe aber keinen Bock mehr zu kämpfen, dann verliert die obendrein noch diese Frau noch den Respekt vor dir. Und dann wird alles noch viel schlimmer, ne? Also man sagt, es gibt no way out aus diesen Konstellationen. Daraufhin wurde sie eiskalt. Okay, jetzt haben wir hot and cold, ne? Ich sage immer, beurteilt Leute nach ihren kalten Phasen, nicht nach den warmen, ne? Weil das wird immer mehr werden. Er zog sich an und ging. Das war nur ein Beispiel von mehreren, bei denen es zu Power Struggles kam. Sehr gut beschrieben in dieser E-Mail. Sehr, sehr gut. Wir trafen uns weiterhin regelmäßig, aber es wurde keine Beziehung, sondern ein Situationship, da sie meinte, sie müsste mich erst noch kennenlernen. Übersetzung, sie vögelt andere Männer auch, ne? Und sucht auch sehr, was wiederum heißt, dass sie unter Umständen sehr viel Bestätigung sucht, was alles nichts Gutes ist. Das ist keine Wertung jetzt, ist auch kein Slut-Shaming oder so. Es ist für dich, für den Mailschreiber, kein gutes Setup hier, ne? Da sie meint, sie will das noch kennenlernen und sie hätte Bindungsangst. So, das haben wir schon. Ich habe Bindungsangst, ich komme aus ganz schwierigen Beziehungen und glaubt den Leuten, ne? Das war nach 4 Monaten. Also, was sagt uns das? Was ich immer wieder sage, die 100- und die 200-Tage-Grenze, gerade über die 100 rüber. Und der Struggle baut sich jetzt auf Richtung 200-Tage-Grenze. Ich merkte, dass ich emotional, ist so irre, wie das funktioniert, ne? Dass ich emotional abhängig wurde. Also, du wirst liebessüchtig. Also, nach meiner Definition, toxische Beziehung, ne? Die sich hier aufbaut. Und ihre Bestätigung und Sex brauchte, sie aber gleichzeitig immer zurückhaltender wurde und die schönen Dates immer weniger. Also du wirst angefüttert wie am Spielautomaten, du wirst angefüttert wie so ein Drogendealer. Ne? Nicht, dass sie das jetzt bewusst macht, aber das ist, was passiert, ne? Was immer in diesen Beziehungen passiert und wovon man dann liebessüchtig wird. Ne? Also was ich schon eben sagte, die enden alle in einer Krümelbeziehung. Auch die Tatsache, dass sie mehr verdient als ich, in so reichen Kreisen abhängt. Ja, ist das denn wirklich so? Mich aber in 7 Monaten, also sind wir bei 200 Tagen, keinem einzigen ihrer Freunde oder Bekannte vorstellte. Während ich sie aber zu allem und jedem mitnahm, frustrierte mich zunehmend. Jetzt haben wir noch das Ungleichgewicht, was immer mehr kommt. Du gehst immer mehr ins Plus, sie geht immer ins Minus. Alles hier am Start, ne? Das Learning wäre jetzt irgendwann das schon viel früher zu erkennen. Wow, man kann diese Signatur, die so ein Partner aussendet, das kann man irgendwann auf dem ersten Date schon erkennen und man weiß dann, okay, ich kann jetzt hier meine Droge einwerfen und ich weiß, wie das endet. Und dann irgendwann zu dem Punkt kommen, wo man diese Entscheidung treffen kann, so relativ früh, das geht schon, ne? Ich hatte das Gefühl, mehr tun zu müssen und besser zu sein, wenn ich aber gleichzeitig wusste, dass das keine Frau am Ende will. Manchmal, wenn ich bei ihr war und es gerade gut lief, wollte ich plötzlich alles beenden und traute dem Ganzen nicht mehr und war zwischen Nähe und Distanz so hingerissen. Ich achtete immer mehr auf kleine Zeichen, um zu lesen, ob sie mich überhaupt mochte. Das ist auch das. Man sucht kleine Zeichen, während einem die Balkenzeichen eigentlich ins Gesicht springen, aber man will sie einfach nicht sehen. Ne? Das weiß ich auch noch, als ich in meiner letzten schwierigen Beziehung war. Das ist dann mein Coach. Ich habe auch mal gesagt, ich muss das irgendwie rausfinden, was hier ist. Und sie sagte, ey, das ist, du suchst nach Kleinigkeiten, wo die Riesenbalken dich erschlagen. War auch so. Zum Beispiel, wie sie küsste, ob sie Zärtlichkeit erwiderte, ob sie mich im Bett in den Arm nahm oder wie sie mich ansah, wenn wir eine Party bei mir hatten. Ja, man geht jetzt in diesen Analysemodus, weil die Beziehung nicht stabil ist, ne? Und man verlustängstlich wird, ne? Passiert alles in sicheren Beziehungen nicht. Das ganze Overanalyzing macht mich irgendwann crazy. Nach und nach erwischte ich sie auch bei kleinen Lügen. Kenner von toxischen Beziehungen zu Frauen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, werden ja alles von A bis Z wieder. Es ist das ganze Programm hier. Was mich ebenfalls mehr stutzig machte. Ja, aber du müsstest rauskriegen, warum du nicht gehst. Ne? Da muss man sich immer die Frage stellen, warum gibt man so viel Wert auf Dopamin, Thrill? Volatile Beziehungen, warum ist einem das so wichtig, ne? Wenn ich sie aber ansprach oder ihr eine Grenze aufzeigen wollte, wurde sie sehr wütend und fühlt sich immer gleich angegriffen. Ja, und das ist, ich meine, ich kenne jetzt diese Frauen, ich kann nur sagen, dass das potenziell gefährlich ist, weil dann kommt es zu so, soll ich mal sagen, hochenergetischen Situationen und irgendwann ist jetzt hier, glaube ich, in dieser Mail nicht, aber irgendwann passiert auch mal mehr und dann wird die Polizei gerufen und dann bist du auf einmal
der Böse, ob zu Recht oder zu Unrecht. Also kann nur sagen, Vorsicht, Leute. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ne? Da ich selber ein schlechtes Verhältnis zu meiner Mutter habe, war auch ich immer eher ein Bindungsängstler. Ja, die hatte ich aber jetzt voll im Plus hier. Und hatte immer sehr pluspolige Freundinnen, aber davon auch bisher nur wenige. Meistens nur Affären, Fuckbuddies oder One-Night-Stands. Ja, vielleicht hast du, will ich jetzt nicht beurteilen hier, aber eine ähnliche Rolle inne gehabt, wie sie zu dir jetzt spielt. Also das sollte man alles überprüfen. Man sollte Täter- und Opferseiten in sich überprüfen. Und vielleicht hast du auch Freundinnen gehabt, die zu dir liebessüchtig waren. Das sollte man alles überprüfen. So das, ne? Und das mal auf einen Prüfstand stellen, ob das denn so, dass alles so das Richtige ist. Aber es muss jeder selber entscheiden für sich. Ne? Das Leben jetzt als gefühlter Pluspol oder Bindungsängstler und Bindungsängstler stresst mich bereits so hart, dass ich in Monat 5 sogar körperliche Symptome bekam. Zum Beispiel Magenbeschwerden. Jetzt im Monat 7, also Leute, 200 Tage, es ist einfach unglaublich. Hat sich alles komplett umgekehrt und von dem krass schönen Anfang der ganzen Geschichte ist nichts mehr übrig. Ja, die Drogen wirken nicht mehr. Ne? Es gibt keine Komplimente, fast nur Kritik. Alles muss von mir aus kommen. Kaum Zuneigung und Sex, immer nur, wenn sie es bestimmt. Und das wird immer schlimmer werden, kann ich dir sagen. Da kannst du machen, was du willst. Daher habe ich einfach letzte Woche aufgehört, ihr zu schreiben. Sie hat dann nach 5 Tagen genervt angerufen. Ja, weil sie kann, so soll sie ja bitteschön immer noch die Bestätigung geben, ne? Was mit mir los ist. Ich könnte wetten, dass sie auch andere Typen am Start hat, wo das genauso läuft. Ich habe es so getan, als wäre nichts und hätte ganz normal meine Sachen gemacht. Ich fragte sie, du machst jetzt so eine Art Grey Rock hier, ne? Das sollte sie ziemlich nerven, aber man sollte es natürlich nicht extra machen. Ich habe gefragt, ob sie sich treffen will oder warum sie anruft. Darauf sagte sie im zickigen Ton, meine sozialen Batterien sind heute alle und außerdem habe ich meine Tage. Will man so eine Freundin haben, die einen so abwatscht? Also, naja, ich sage dann einfach okay. Ja, das ist ein bisschen, als wenn du so Grey Rock machst. Da wünsche ich ihr eine gute Nacht, worauf sie stinksauer war. Ja, das kann sie jetzt gar nicht haben, dass sie keine emotionale Reaktion von dir bekommt. Ne? Auch kein gutes Zeichen unbedingt. Dann legte ich aber auf. Zu meiner Schande muss ich sagen, dass ich dann, um mich zu beruhigen, eine Arbeitskollegin getroffen habe und mir die Sex hatte. Was soll das jetzt bringen? Du bist, ich will das jetzt gar nicht, ich bin nicht die Moralinstanz, ich bin nicht das Bundesliebesministerium, aber was soll das bringen? Das ist so, als wenn du Flasche Schnaps säufst oder, aber du bist ja jetzt auch nicht emotional verfügbar für irgendjemand anders, ne? Ihr wart ja noch nicht mal im Commitment, wenn ich das so richtig sehe hier. Oder wart ihr im Commitment? Dann bist du natürlich technisch fremdgegangen, also noch ein Grund mehr, dass nicht fortzusetzen und auch zu überprüfen, was du da eigentlich machst, muss ich natürlich schon ganz klar sagen. Jetzt ist erstmal Funkstille bei dem Ganzen und irgendwie tut mir das richtig gut. Gleichzeitig hätte ich die Frau schon gerne als Freundin gehabt, besonders so, wie sie in den ersten 3 Monaten war. Ja, das ist, als wenn du deinem Drogendealer sagst, ich hätte gern immer diese erste coole, ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe nie Drogen genommen, aber hätte gern die erste coole Drogenzeit. Kann das nicht immer so sein? Nein. Weil so funktioniert es nicht. Ne? Und auch hier haben wir wieder, es ist immer nur 100 Tage gut. Es ist wirklich wie nach der Uhr gestellt. Werden viele in den Kommentaren bestätigen. Würde mich riesig über deine ehrliche Einschätzung freuen und auch sehr dankbar, wenn du mir sagen könntest, woran ich an mir arbeiten sollte. Ja, erstmal natürlich, muss ich jetzt schon sagen, wenn ihr im Commitment wart, Loyalität, ne? Ich meine, müsstest ihr das, wenn ihr euch weiter daten würdet, müsstest ihr auch sagen, dass du fremdgegangen bist. Ansonsten spielst du hier mit dem Feuer, ne? Also es ist jetzt noch nicht so, außer dass du es dir schlecht geht, ist jetzt noch, was schon schlimm genug ist, jetzt noch gar nicht so viel passiert, aber wir wissen, dass es einfach viel mehr passieren kann. Und ich wäre an deiner Stelle froh, dass es das war. Und ich würde das hier abbrechen, weil das ist toxic as hell, ist nur meine Meinung. Warum sage ich das? Vor allen Dingen, weil du liebessüchtig wirst. Das ist für mich das Kriterium, ne? Und das ist nicht gut, ne? Und sie wird immer mehr Macht über dich gewinnen hier. Also nicht, dass sie das jetzt so extra macht oder so, aber das ist so die Natur dieser Beziehung. Die wird es immer schlechter gehen, sie wird immer mehr Respekt verlieren. Du wirst immer mehr Scheiße bauen und ich kann dir nur sagen, sieh zu, dass du da einen Absprung kriegst von diesem Karussell. Und woran solltest du arbeiten? Ich weiß ja nicht, ob du öfters so Frauen angezogen hast, dann würde ich mal an deinen Liebeschip arbeiten. Und ich weiß nicht, ob du so leben willst. Viele treffen diese Entscheidung, dass sie nur so Dopaminrausch leben wollen. Ja, da muss man die Konsequenzen ertragen. Also ich habe öfters so Gespräche mit Klienten, dann sage ich auch, ja, die sagen, ja, ich will so einen Lifestyle haben. Ja, und ja, dann akzeptiere die Konsequenzen, ne? Dass es dir schlecht geht, liebessüchtig wirst, Liebeskummer,
dann wieder alles von vorne, dann akzeptier das. Ne? Und wenn du sagst, das ist dir wert, aber viele kommen irgendwann zu dem Schluss, dass es ihnen das eigentlich nicht wert ist und dass es nicht lohnt, die paar Minuten, die man da Sex hat, sowas durchzumachen. Aber letztlich deine Entscheidung. Ne? Ich denke, es ist alles gesagt, wie aus dem ungeschriebenen Lehrbuch. In diesem Sinne, was denkt ihr dazu? Macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.